Herzensgrüezi aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und weiter geht's mit der Geschichte vom Mond und seinem Licht. Im Neumond, habe ich gestern gesagt, haben wir gar kein Licht, wir müssen uns auf die Intuition verlassen. Das bedeutet, wenn du unter dem Neumond geboren bist, hast du eine ausgeprägte Intuition. Jetzt geht's ein bisschen weiter, jetzt kommt so ein bisschen Licht dazu und jetzt wird der Innovator, die Innovatorin eben angeleuchtet. Es geht darum, du kommst so langsam ins Handeln rein. Es ist eine Phase, wo es eben darum geht, Durchbrüche zu erzielen. Du bist sehr handlungsorientiert, du bist sehr kreativ, du hast eben auch sehr viel künstlerische Energie in dir und es ist ganz, ganz wichtig, auch deine Ideen jetzt anzufangen in die Realität umzusetzen, weil das erste Licht ja bereits kommt. Es geht im Übrigen, dass dieser Phase, das ist eine der 8 Mondphasen, die heißt Waxing Crescent. Jetzt kannst du sagen, muss ich ja nicht wissen, ist einfach trotzdem wichtig, weil eben dieses Handeln, diese Kreativität, dieses Lernen wurde dir in die Wiege gelegt. Und das solltest du im Business auch einfließen lassen, so dass du eben von dieser Energie, die dir in die Wiege gelegt worden ist, eben profitieren kannst. Was man grundsätzlich noch zu dieser Energie sagen kann, du bist sehr schnell und du kannst Informationen extrem schnell aufnehmen und verarbeiten. Und das führt bei dir zu einem wirklich scharfen Bewusstsein. Und das wiederum sollte irgendwo in deinem Angebot sichtbar sein. Du solltest das gerne ausleben, dieses künstlerische, aber auch schnelle Informationsverarbeitung, so dass du es für dich als Vorteil nutzen kannst und eben auch für deine Wohlfühlkunden in den Mittelpunkt stellen kannst. Weil wenn wir das leben, was uns in die Wiege gelegt worden ist, geht alles viel leichter, automatischer und ist nicht so mit harter, disziplinierter Arbeit verbunden. Ich hoffe, das gibt dir so einen kleinen Eindruck in den sogenannten Waxing Crescent, wie der so schön heißt. Ich glaube, ach, heißt das zunehmende Mondsichel? Zunehmender Halbmond, ich weiß es gar nicht. Es gibt deutsche Begriffe dazu, ich kann mir sie nie merken. Darum Waxing Crescent. In diesem Sinne, ein von Herzen kommendes Tschüss, mach's gut.